Hallo ihr Lieben, hier ist wieder der Ü-Ei-Kanal. Mein Name ist Gunnar und heute haben wir zwei Überraschungseier und ein Blind Bag. Das ist nämlich ein Adventure Time Überraschungsei. Wir haben ein Kinderüberraschungsei Star Wars Edition und wir haben dieses Rabbits erobern die Welt Blind Bag. Naja, wir haben so ein bisschen Hilfe heute, diesmal durch Zoe Zebra von Peppa Pig. So, also wir machen mal als erstes dieses Blind Bag auf. Das ist wie gesagt ein Rabbits erobern die Welt Blind Bag. Und ihr kennt das vielleicht, da sind so Rabbits, also kleine Hasen aus verschiedenen Teilen der Welt drin, ne? Aus 30 verschiedenen Ländern, glaube ich, insgesamt. Und mit der Schere werde ich jetzt schon mal das erste Blind Bag aufschneiden. Und wir gucken mal, was für einen Hasen wir bekommen werden. So, also es gibt so Sammelkarten natürlich, die sind immer mit dabei. Und wir haben diesmal einen Hasen mit einem Dudelsack. Er könnte irgendwie irisch oder schottisch oder sowas sein, ich weiß gar nicht genau. Sieht auf jeden Fall ziemlich interessant aus. Ihr wisst ja, ich mag die Rabbits eigentlich, auch wenn sie nicht so populär sind, aber die haben immer recht coole Figuren, wie ich finde. Ja, und außerdem gibt es hier diese Sammelkarten. Genau, die kommen aus verschiedenen Teilen der Welt. Der war zum Beispiel aus Brasilien. Dann haben wir hier einen Rabbit, einen Aufkleber, der sieht so aus, es kommt aus Algerien. Und wir haben da doch mehr. Ja, so eine kleine Anleitung und dann noch jemand aus Saudi-Arabien. Ja, steht hier zumindest drauf. Okay, ziemlich cool, wie ich finde. Das war so das erste Blind Bag. Wir haben aber noch mehr heute, wie schon gesagt. Wir haben zum Beispiel dieses Adventure Time Ei. Ich weiß gar nicht, ob ihr Adventure Time kennt. Ich muss nämlich sagen, das kenne ich nämlich gar nicht so richtig. Ich habe da noch nie eine Folge von gesehen oder einen Film davon gesehen. Ich weiß gar nicht, was das eigentlich ist. Ich habe auf jeden Fall das Ei gefunden und da dachte ich mir, das muss ich unbedingt mal mit euch teilen. Und ich möchte da mal reingucken, was da drin ist. Und ja, vielleicht interessiert euch das ja auch. Auf jeden Fall, wenn mir jemand sagen kann, was Adventure Time eigentlich ist und worum es dabei geht, dann schreibt mir das mal unten in die Kommentare. Ich würde da gerne ein bisschen was drüber lernen. Und ich bin mir sicher, einer von euch kennt das vielleicht. Ja, und natürlich sind ja auch wieder Süßigkeiten drin, also von daher kennen wir das schon, aber wir haben noch mehr, nämlich ein Adventure Time Aufkleber. Ja, und das scheint wahrscheinlich so eine Figur aus Adventure Time zu sein, das weiß ich nicht genau. Ja, natürlich so ein Collector's Guide und wir haben auch noch, ja, sieht aus wie ein Armband, oder? Ein Adventure Time Armband. Na gut, es ist nur Tüte drin. Ihr wisst schon, da brauche ich wieder meine Schere. Ich muss aufpassen, dass ich das Armband nicht mit anschneide. Und genau, sieht ziemlich cool aus, wie ich finde. Und ich mag auch die blaue Farbe, von daher kann man damit schon mal sehr zufrieden sein. Ja, ich kriege da meine Hand gar nicht durch, aber ich lege das hier mal als Krone auf Zoe Zebra oben drauf. So, hat Zoe Zebra auch was davon. So, dann haben wir natürlich noch das Star Wars Kinderüberraschungsei. Und die sind auch sehr interessant, weil man üblicherweise natürlich eine Star Wars Figur hier in diesen Eiern findet. Die haben wir auch schon so ein paar Mal hier ausgepackt und da waren eigentlich immer coole Sachen drin. Von daher bin ich schon mal sehr gespannt. Also los geht's, haltet euch fest, ich werde das Ganze jetzt für euch mal öffnen und dann gucken wir gemeinsam da rein, was wir bekommen. So, also die Schokolade kommt beiseite. Ja, und hier ist die Kapsel mit dem Spielzeug. Und wie schon gesagt, ich vermute hier eine Star Wars Figur drinne. Und tatsächlich, es sieht so aus, als wäre es eine Figur. Könnte Luke Skywalker sein, aber da müssen wir das mal schauen. Ja, genau, das ist unsere Figur von Star Wars. Okay, ich drehe das mal um. Ja, und ihr seht schon, das sind wieder die verschiedenen Figuren. Ah, die haben wir mittlerweile schon alle mal gehabt. Also, wir stecken das Ganze jetzt hier zusammen. So, das kommt jetzt hier ran. Und dann gibt es noch eine zweite Hälfte. Die wird ja auch noch auf das UFO sozusagen dran gesteckt. Und das ist unsere Figur. So Leute, was war euer Lieblingsüberraschungsei für heute? Was hat euch am besten gefallen? Mir hat der Rabbit am besten gefallen, aber wie ist es mit euch? Schreibt es mir unten in die Kommentare. Und wenn ihr mir was über Adventure Time erzählen könnt, wäre ich auch sehr dankbar. Außerdem möchte ich von euch wissen, wie ihr das Video fandet. Und wenn euch das Video gefällt, dann würde ich mich wirklich freuen, wenn ihr den Ü-Ei-Kanal auch abonniert. Wir sehen uns dann nämlich hier alle gemeinsam das nächste Mal wieder, wenn wir wieder Überraschungseier, Blind Bags und Spielzeug auspacken. Also bis dahin, tschüss!